Ich bin jetzt einfach mal, ich bin jetzt mal so Meritus. Krass und starte mein Schiff mal mitten in der Navigationsboje neu. So. Das würde ich bei dem Prozentsatz lassen wollen. Ich nehme jetzt auch wieder auf. Zu spät. Zu spät. Quasi bei YouTube der dritte Teil. Oh, Bommel. Wieder kein Schild. Ich habe auch neu gestartet. Ich habe mein Schiff neu gestartet. Weil mein FSA gerade nicht mehr ging. Oh, schön. Ah, jetzt klappt's. Also, Neustart bringt immer Bad. Na, Bommel, zeig dir mal die Bommel. Nee. Über das Leben des Brian. Nicht wirklich. Hatten wir schon mal. Das heißt wieder nicht. Ja, hatten wir schon. Weil so langweilig, kurz langweilig war. Das war mit der Igel. Wir hätten uns die Igel gekauft. Echt? Ja. Hätten wir doch direkt die Zeit bekommen. Ja, zum Spät. Thema Politik im Stream. Dazu noch ein kleines Statement von mir. Ich selber finde halt, dass solche Sachen einfach im Stream nicht gehören. Politische Geschichten oder religiöse Geschichten sind einfach Sachen, die können da draußen gerne stattfinden. Man kann auch seine Meinung dazu haben. Ich habe aber auch eine eigene dazu. Aber ich finde einfach, das hat im Stream wenig Raum. Das sollte eigentlich nicht gebroadcastet werden, vor allem weil hier eben auch Jüngere zugucken können. Ich habe keine Altersbeschränkung drin. Das muss doch nicht sein. Aber Religion ist ja nicht altersbeschränkt. Ich war ja immer Atheist, wo ich die Backe versichert. Nein, ich kann den Binnen ja schon verstehen. Er hat ja auch recht. Ist natürlich gerade in dem Moment, wenn ich so eine Nachricht lese, boah ey, ich will die austauschen. Ich will die am liebsten so austauschen. Mhm. Das brennt sich gerade so richtig in meine Frontallappen ein. Weil ich mich jetzt frage, wie kann das sein? Das ist doch eigentlich. Hat die Polizei Scheiße überhaupt? Aber naja, okay, dann. Werde ich am Morgen fragen. Ja, aber sowas habe ich ja damals mal gemacht. Wir hatten ja mal mit der. Ich habe ja mal. Ich habe ja mal einen Clan gehabt und habe ja auch viele Videos mit von DayZ gemacht mit ein paar Leuten. Mhm. Und wir waren so gut drauf dabei und hatten richtig viel Spaß, dass wir gesagt haben: Okay, dann machen wir. Weil wir fast jeden zweiten Tag aufgenommen haben, haben wir gesagt: Dann machen wir den Aufnahmedonnerstag. Machen wir zu einem Diskussionsdonnerstag. So etwas kann man auch gerne mal einführen, ja. Ne? Also so debattieren, aber wir haben uns immer gesagt, wir müssen das auch immer so handhaben, dass wir es immer offen, dass wir kein Ende, also keine Meinung, keine Richtung einschalten, sondern immer nach dem Motto Denkanstöße. Ja, genau, Denkanstöße, ob das wirklich so okay ist, was denkt ihr darüber und so bla bla bla. Und ganz ehrlich, selbst das kam in den falschen Hals, das gab Shitstorm. Also es gab gute Kommentare, es gab auch schlechte Kommentare, ich glaube, neben kann man es nicht recht machen. Aber das ist eben klar. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, weil ich habe persönlich mit politischen Sachen und weltpolitischen Sachen. Selbst wenn man so offen ist, wenn man extra absolut das Blatt so offen, sodass jeder sich selber seine Meinung darüber bilden kann, dass man die Fakten wiedergeben, so was momentan halt bekannt ist. Kommt es immer rüber, als würde man trotzdem meinen. Also man hat das Gefühl, dass die Leute das so verstehen, dass man trotzdem meinen kann. Das finde ich schon heftig. Da willst du keine Meinung einschlagen, dann kannst du schon trotzdem meinen. Weil die vielleicht auch über das Thema schon gar nichts mehr wissen oder gar nichts mehr hören. Mhm. Also jeder, der dieses Thema anschlägt, ist schon für manche hat er schon direkt eine Richtung eingeschlagen. Ja, wenn man jetzt sagt, ob diese Demonstration von Pegida sein muss, hat man schon direkt eine Richtung eingeschlagen. Und ja, dann kriegt man halt den Shitstorm ab. Wie, du bist pro Pegida? Also ich lass mich da, ich enthalte mich da, aber ich finde das nicht gut, was da passiert momentan. Warum? Das ist halt meine eigene Meinung. Und nur, wie gesagt, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, du kannst es halten, neutral halten, du kriegst immer einen auf den Sack. Das
ist das Problem so, dabei. Kurz warten, dass es gefüllt wieder steht. Wir können die Diskussion mal wirklich mal verschieben auf einen anderen Zeitpunkt. Wenn ja. Keiner mehr zuguckt. Nein. Ja, seid ihr jetzt gerade noch im Auftanken? Um abgeben? Ich bin gerade am Landen. Okay. Ich bin gerade schon wieder mit das Ding drin und mache halt meine Punkte hier, also mein Kopfgeld. Ach, du bist wieder da. Ja, ich bin da. Das ist doch total kapiert. Deswegen hat auch kein Schild mehr her, das erklärt einiges. So, jetzt kann ich ja endlich mal mein Kopfgeld abgeben. Mal gucken, was ich habe. Ich muss mal wieder an diese Planeten landen, das bin ich echt mal wieder dafür. Ich ignoriere meistens immer die G-Kräfte. Ja, weil man kommt ja grundsätzlich immer falsch rum auf dieses Landing-Pad drauf. Grundsätzlich. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, wenn ich auf so, da ich ja eh immer falsch rum auf dieses Landing-Pad zufliege, drehe ich mich auf den Kopf und mache die Steuerdüsen, die Vertikaldüsen an. So, und das merke ich jetzt am... Das funktioniert einfach am Planeten nicht so gut wie in der Station zum Beispiel. U-Turn fliegen. Ne, U-Turn ist scheiße. Kann ich mit der, das kannst du mit der, mit den Seriendüsen von der Corvette, kannst du das nicht so gut. Da hast du dann, glaube ich, 40 Kilometer, machst du da einen Schlenker. So, Kontakte. Oh, Kontakte lädt schon gar nicht mehr, weil ich so viel Kopfgeld wahrscheinlich habe. 2,285 Millionen habe ich. Und 300 Strafe, also kann man davon abziehen. Das ist schon. Oh, dicke Schiffe ja, rausgeholt. Wollte ich gerade sagen, hatten wir jetzt mindestens mal einen Schaden rausgeholt. Und der. Das wird wieder ein sehr großer Leidensweg für mich jetzt. Aber ja, ich freue mich gar nicht so richtig. Ja, komm da auch, ey. Also Prisma-Schilde. Ja, klar, Prisma-Schilde. So. Wir müssen das jetzt deaktiviert haben. Ja, ich habe gerade ein schönes Luftduell. Ich liebe jetzt die Dogfights mit der Vulture, mit so kleineren Schiffen wie Eagles oder so. Oder ein Vipers. Ein Luft? Ja, so richtig schön, so ein Dogfight. Im leeren Raum? Ja, ja, ein Dogfight. Gerne mit Im Stream.
Im Stream sogar. Kannst du nicht. Sie kann ihre Meinung öffentlich kundtun. Das ist politisch vor. Es gibt dann keinen Striptease, sondern Streamstease oder so. Streamstease, genau. Ja. Eine Verbe, ein verbales Ausziehen. Mhm. Obwohl, ich finde es ja immer interessant, so ein bisschen, ich bin ja auch einer, der provoziert aus Absicht ja auch gerne, ne? Bitte? Ja, im Chat kam gerade eine Antwort, die wollte ich ganz kurz mal gelesen haben. So. So, hier ist, scannt mich eine Python. Eine Antwort auf was? Einfach nee, kam nur eine Chatnachricht. Hat ein Zuschauer was geschrieben. Hier ist eine Wanted Deadly Python. Python. Jetzt bin ich die Sonne geflogen. Ach ja, schönes Spiel. Ja. Ne, ich habe gerade in der rechten Konsole das Gefährdungssignal gesucht. Und ich bin die Sonne geflogen. Bielo, du kannst mir gerne nochmal den Link von deinem Stream dann nochmal schicken, den habe ich ja oben gelassen, in dem anderen Channel. Klar, warte kurz. Bin ich hier nicht gesucht. Müsste ich aber noch eine Zwischenablage haben. Twitch Session. Ja, da ist er nochmal. Okay, danke. Nicht dafür. Meine Schilder müssen eh gerade noch laden, ich habe die Zeit. Sidewinder da dabei, okay. Python und Sidewinder. Das könnte ich hinkriegen, vor allem wenn sie beschäftigt sind. Das sind sie gerade. Okay. Moment. Oh, das ist aber nicht wenig Verzögerung. Also du hast Verzögerung. Du hast wenig Verzögerung. Viertel Minute bis halbe Minute, ja. Ne, weniger sogar. Habe ich das Gefühl. Wer ist denn schon wieder im Nachtbeat? Ich. Aber ich habe keinen Nachtbeacon an. Und das ist gerade im Kampf auch schwer zu machen. Ich finde den Weg schon allein. Nein, ich finde den Weg nicht! Ich bin auch. Ich bin in die Sonne geflogen. Scheiße! So eine Kacke! Ich bin wieder raus. So, ja, okay, hab den Nachtboje anvisiert und sie so wupp in die Sonne rein. Scheiße! Das ist ja kacke. Das wird ganz schön warm. So. Ja, komm schon. Aber das sind Sachen, die die Welt sehen müsste, ganz ehrlich. Ruhige Situation. Sie wurden zumindest gehört. Ja, das sollte auch so sein. Ja, das sind sogar drei Watcher. Einer könnte ich aber selbst sein, weil ich ja mit dem Laptop noch dabei bin. Ich bin auch einer, also hast du nur noch einen. Es kann gut sein, dass es mit dem Dashboard halt nicht mitzählt. Ich bin halt im Dashboard drin. Also, du hast dann maximal zwei, ich bin einer. Nur zu gucken, was die Leute über meine Meinung erzählen. Oh, das wird aber warm. Das wird warm. Boah, die sind da echt bekloppt. Suche den Fluchtkorridor auf. Bei der Hitze habe ich gar keine Zeit, den Fluchtkorridor auf. 90 Grad von der Sonne weg. Ich würde doch erst mal einen Supercruise sprengen und dann höchstens weiter. Weil das Supercruise geht ja schneller. Du brauchst weniger Hitze auf.
Ja, ich war ja super grüßend, aber das war ja schon extrem. Also. Und dann muss ich mich erstmal noch auf diesen Flugzeug aus. Ich weiß aber, was ich damals bei meinen YouTube-Aufnahmen immer gesehen habe, wenn wir so richtig abgedreht sind. So nach dem Motto, ja Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, wenn es euch jetzt nicht gefällt, besser wird's nicht. Also direkt am Schall. Na endlich, schönes Dorn von dem Viech. Out of ammo! Hast du den wieder aus der Scheiße gebracht? Ich bin schon bereit. Das ist viel Butter hier, ey. Wolltest du nicht was Dickes holen? Ja, ich hab das Dickste ausgegeben. Das will ich jetzt sehen. Du, aber du dann ja, wickst die aus. Das siehst du gar nicht mehr. Dann bleibt nicht mehr viel übrig, ne? Ja. Lustig ist, er hat jetzt fleißig Komponentenprobleme. Ich habe ja dieses Scramble Spectrum und deswegen dreht er manchmal auch nur so ein bisschen, weil er halt keine Zuflüsse mehr hat. Also es kann aber nicht sein, dass du das Schiff hast, weil ich meine, dass du das X-Day hättest. Yeah, ist das ein Sidewinder, Alter? Bist du echt ein Sidewinder hier? Du bist der Porno, echt ey. Ja, du endet mit der Sidewinder hier. David gegen Goliath, mal so echt jetzt? Warum nicht? Was hat die für Waffen, sag mal? Na, ein Puls und ein Mittel. Super. So, wo ist der andere? Warte mal, wo bist du denn jetzt hier? Ich will dich mal. Wieder, ich will dich mal anvisieren. Oh, wir haben Dreierwing hier. Komm her. Da ist der Bommel. Okay. Ja, der hat einen Dreierwing angehittet. Also, wenn ihr helfen wollt, könnt ja, ihr. Ja, können wir mal machen, ne? Komm, Bommel, ich komm. Ja, du kommst, Elite 2 hatte auch den Ritter Valkyren als Kampfmusik. Fünf Zuschauer haben wir jetzt. Oh, siehst du, es geht gut. Ja, ist gerade Action, ne? Es ist unterhaltsam, siehst du? So, da haben wir noch einer. Oh, ne, da. Ein Igel. Wo ist er? Da. Alle wollen den verrückten Biest sehen, wie er jetzt mit der Sidewinder. Ja, das macht bestimmt Laune. Ja, da kennt er nichts. Da kennt er nicht. Das hat er aber alles von mir gelernt. Furchtlosigkeit. Da seid ihr. Das knallharte, krupp-stahlharte Verhalten. Eier aus Krupp-Stahl. Ja, Eier aus Krupp-Stahl. Ich muss gleich erstmal nach der Igel, muss ich aber erstmal gleich meine Munition nachladen. Zum Glück habe ich noch mal gar mit. Aber meinst du. Ich kenne Muni mehr! Als ich Beast kennengelernt habe, da hatte der Eier so dünn wie. Da hatte der. Eier so zart wie Wachteleierschalen, ne? Hast du angehustet, sind sie zerbrochen. Und jetzt? So. Da geht er mit der Sidewinder in den Oberkampf rein. Ich hab jetzt meine Multicannon wieder geladen. Sidewinder. Los geht's. Ja, dann Prisma. Winder. Echt? Dann ist Sidewinder halt prismatische Schilde? Ist doch geil, oder? Das ist doch Hammer. Ganz ehrlich, den kann ich Tank! Komm, die Klatze, ich hab hier 41.000 Versicherungskosten. Kann man sparen, du bist ein sparsamer Mensch. Muss man ja sagen. Ich habe jetzt meine 6 Arsch-Shield-Bank. Yeah. Request Docking. Ja. Und wenn die Blitzpiepe gleich hier wieder ankommen, dann sagen wir, ne, wir sind raus. Ja, und fahr ich die Hardpoints raus, so? Genau. Fahr mal deine Hardpoints raus. So, ja, das mag ich. Das Problem ist, dass, genau das finde ich hier immer das Problem. An Twitch, deswegen war ich immer lieber bei YouTube, bevor der Aufnahme hochladen. Da konnte ich mir die Kacke noch wegnehmen. Jetzt muss ich ganz ehrlich mal ganz kurz. Beast, bleib mal stehen. Ich will dich mal einmal. Dich in den Kontakten mal angucken hier. Das Bummel.
Den Deathling wir nicht, den krieg ich nicht. Guck mal auf den Beast. Ja, er hat zwei Schildzellenbänke drin. Prismatische Schilde. Das ist der Overporno. Zwei Multipler. Pulslaser Multicannon, ja. Nein, du musst den Beast angucken. Guck den Beast an. Okay. Bummel. Ja. Mach ich doch gerade. Ja, warte mal. Es kommt nochmal. Ja. Ey, was macht ihr da? Achso, nee, warte mal. Guck den Beast an. Ja, leg den Blick vom Beast hin. Okay. Beast, bleib doch mal stehen. Du sollst stehen bleiben. Leute. Ich werde jetzt hier aufgehen, ne? Jo. Du hast ja auch kein Schild mehr. Also, du bist weg. ich hab kein Schild mehr. Okay. Wie ist wirklich? Spiel vorbei. Bis denn. Jo, hau rein. Bis dann, hau rein. Jo, schönen Abend noch. Tschüss. So, dann mal gucken hier. Die nächsten. Haben wir denn hier so? Ich bin gesucht. Ja, super, jetzt bin ich gesucht. Jetzt habe ich noch ein paar Affen am Arsch. Bommel gebaut. Wieso bin ich denn gesucht? Wir sind in einem Wing. Wieso bin ich denn jetzt gesucht? Wir sind in einem Wing. Ja. Ja, und? Ich weiß noch nicht, wie lange geschossen hast. Ich hab gedüppelt. Wahrscheinlich hast du. Dich schützend gedüppelt hast und ich auf dich geschossen habe. Schützend gedüppelt. Hast du mich jetzt nicht getroffen, ne? Ja, dafür bin ich jetzt erstmal gesucht, du Pappkopf. 9 Minuten Wartezeit hier. Ich bin ja noch da mit meinen 23%. Unmöglich so. Hab ja eine Wanted Eagle. Also ich finde die Leute können auch ein bisschen mehr, was ihnen gefällt oder was ihnen nicht gefällt, in den Kommentaren irgendwie mal. Ja, in den Chat einfach schreiben, genau. Mal Fragen stellen, wir antworten ja auch drauf. Genau. Ich lese es ja zumindest. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht gehen wir drauf ein. Wahrscheinlich gehen wir drauf ein. Ja. Bei mir hakelt es gerade ein bisschen hier. Hast du explodiert, wenn das Sound von Twitch hört und gleichzeitig auch noch das Video in Ingame? Dann mach den Twitch-Ton aus, kleiner Tipp. Ja, hab ich ja jetzt schon, aber. Das ist echt strange dann, ja. Wenn man es nicht wüsste, könnte man es nicht unterscheiden. Weil es ist ja qualitativ genauso wie Ingame. Ja. Ja, da hab ich auf Wert drauf gelegt bei meiner Tragung, dass ich halt einen guten Ton liefere. Ja. Mit 190 Kilobit ist allein die Tonspur, also gute MP3-Qualität. Ne, ist ja auch okay so, ne? Ja. Also, ihr habt hier das originale Vergnügen. Wenn ihr euch dieses Spiel nicht kaufen wollt, dann halt guckt Birne. Guckt Birne Game Mods Stream in Elite Dangerous Horizon. Kann ich halt nur empfehlen. Macht bestimmt Spaß, hab ich da. Ja. Map. War dumm. So, um keine Stille aufkommen zu lassen, wie war denn sonst euer Tag so? Es ist ständig manchmal schon okay. Gibt ja auch schön was zu gucken hier. Es ist Ballerei. Und ich muss im leeren Raum, gut, dass man nicht sieht, was ich gerade mache, ich stehe einfach nur im leeren Raum. Und da ist ein Sidewing. Ich habe eine Viper. Viper. Karl. Sowas, man tötet keine Menschen. Oh, das wusste ich nicht. Ich hatte Hunger auf Hände. Ich wollte Hände essen. Mhm. Ist aber clean, der Karl. Aber da, ist das böse, tote Sidewinder im Dreierwing. Ratatatata mitten im Vaterunser. Geht schon, meine Bewaffnung. So, Nummer 1 ist platt.
Erstmal böse. Was machst du denn da? Elite wanted. Ich hab keinen Bock für viele zu warten. Ich komm jetzt. Alle sagen yeah oder alle sagen nein. Sehr schön. Ja, wir wollen den Tropfen mal sehen. Wir wollen den Tropfen sehen. Nope. Nope. Man könnte ja auch hier aus den ganzen Aufnahmen. Die werden ja bei dir, glaube ich, auch abgespeichert. Ja. So. Und aus den ganzen Aufnahmen, die man haben kann, alles Mysteriöse, was passieren kann, da könntest du auch so, ich bin gerade nicht drauf gekommen, Illuminati-Sachen draus machen. Oder so. Kennst du diese Szenen, die im Internet dann gerne. Warte mal, jetzt mal kurz ein bisschen auf Gegner konzentrieren. Ah, kannst du draufhalten. Du hast noch einen Zeigefinger. Ich werde gerade gegrillt. Ja, dann sag doch was. Ich helfe dir doch immer gerne. So, eine Edda habe ich. Es sind zwei gegen mich hier. Zwei wanted. Komm. Okay, ich gehe mal einen Silent Run. Bommel, hab ich hier gesucht. Ja, ich weiß, aber ich will ja nur hier, um Birne zu retten. Um wieder Birne aus der Scheiße zu retten. Ist halt ein Run will gerade irgendwie nicht. Taste will nicht funktionieren. So, doch. Ich will ja wieder Retter in der Not, das Birne wieder rausholen. Ja. Weil die ist einfach nicht dazu in der Lage zu sein, das halt. Ach, das ist hier der Führer. Nicht in der Lage. Ich bin hier. Nicht in der Lage. Oh oh. Ich hab meine ersten Risse, ne, im Cockpit. Es wird warm. Ich noch nicht. Hast du keinen Uho-Kleber, den ich dir letztens gegeben habe? Ey, kein Gaffer dabei. Hast du schon wieder weggeschnüffelt? Ja, voll weggeschnieft. Hab dir gesagt, der ist nicht zum Schnüffeln. Ich hatte kein Onion-Head mehr. Über schnell den Bauch zu drehen, über ein bisschen in die Hülle fressen als das Cockpit. Was denn? Was ist das denn? Oh, das sieht nicht gut aus. Ich hab volle Spider-Man-App. Oh mein Gott, nein. Ich hab dein Inneres gesehen. Okay. Ich hab dein Inneres gesehen. Ist das widerlich? Schulde stehen. Leute, das Innere vom Biest ist echt widerlich. Biest hat irgendwie auch, glaube ich, gar nichts mehr. Schnell, du hast mir voll gerannt. Du hast mir 4% genommen. 4%, ja, das ist ja eine Menge, ne? Okay, Leute. Was soll er sagen? Biest, dir geht's nicht mehr so gut, mir auch nicht. Ach, ich hab nur 19%. Oh, ist fit, ne? Bin grad hinter dir. Autsch. Ey, der schießt auf mich. Maverickus, oder ne, Maverick. Wanted Viper MK4. Angeleckt. Und irgendwie siehst du nicht mehr so frisch aus, Glenn. Klar. Da! Beast, nee, Beast. Die Schütze da reingehauen, die Schütze und alles. Die knistert das ist alles. Schön. Sehr schön. Sehr lecker. Ey. So kleines Ding. Das dreht einen mal wieder rein. Was für Klassen hast du so Schubdüsen und so ein Kram? Man muss es irgendwo noch einsparen. Alles A. Ich hab nur B-Schütze. Okay. Doch nur eine an wahrscheinlich, ne? Ja.
Reicht. Wenn 1 ab ist natürlich, das ist halt. Diese kleine Viper, die wird mich wirklich verarschen. Über dieses Drumherum kreisen, das ist so lächerlich und armselig. Oh, ein Fünf! Leute, Leute! Es gibt einen Fünferweg! Kommt mal hinterher! Kommt mal hinterher! Lecko mio! Ich sag dann schon mal Feierabend. Na, komm jetzt nach Vito mit deiner kleinen Mini-Winder mit deiner Prisma-Winder. Hier ist ein Wanted Clipper. In Elite. Nee. Leute, jetzt habe ich den Fünferweg angelegt. Habt ihr das fertig? Also jetzt müsst ihr mir echt helfen. Ich helfe dir, Mann, ich helfe dir. Ich helfe dir gleich. Oh. Guck, der spielt der Edda. Das geht mir aber ganz schön an den Fuß. Ich sollte mal doch ein bisschen ziehen. Irgendjemand hat Railguns. Das wird doch mal klappen. Ohne Kühlkörper erstmal eine Schildzelle zu. Ach scheiße. Ach, ich hab noch Kühlkörper. Oh, nee. Ich hab ich meine Schildzelle sonst gezogen. Ja, komm noch einmal. Ja, ich bin jetzt wieder weg. Nächster. Was ein Duell, meine Schilde stehen gerade noch so. Die Elite Clipper platt gemacht alleine. Ich fühle mich gut in meiner Walsche. Geht's euch beiden eigentlich noch gut? Also ich glaube der Bär ja, hat noch ein bisschen Schild, aber der Wies, der sieht hier ein bisschen trocken aus. Ja, ich habe mir gerade ja, weiß ich nicht, 4-3er wegen noch, aber. Flutsch, ist da bei dir denn noch? Das heißt nicht, du hast Spaß, oder? Ja, jetzt will der eine hier abhauen, das Sidewinder. Ja, nicht mit mir. Nee, bin jetzt dran. Jetzt aber echt nicht mehr. Dreck. Vor allem, der hat einen Friendship-Shaft. Schießt mich ja um, kreist aber immer noch um mich herum. Also, wenn der nicht das ist, dann will der ja gar nicht abhauen. So. Ja, passt doch. Wo ist das Problem ist gewesen? Ja, klappt doch, ne? Ja, ich meine, ich sage so, es klappt ja immer. Ein Bommel ist gesucht, oh. Ja, immer noch, weil ich keinen Haarsprung gemacht habe. Ah, Bommel! Ja, ich habe nichts gesehen. Kann ich doch nicht dran? Ich sehe dich auch nicht. Ich bin so klein. Du bist auch so klein, ich seh dich doch gar nicht. Sehr schön. Oh, da ist ein Federal Dropship, das ist mit Sicherheit nicht gut. Ja, yeah, das ist gesucht. Also, mit Sicherheit. Wo ist das Dropship? Hier, schieß es mal an. Oh, jetzt denk ich schon wieder, ich hab ja schon geschossen, bevor ich wusste, dass es ja, nochmal 9 Minuten waren. Ja, es ist auch egal. Jetzt ist auch egal. Ja, es schien mir jetzt nicht mehr darauf anzukommen. Oh! Einen von euch habe ich gerade gerammt. Mich nicht. Hätte ich gemerkt. Ich habe eine Elite Viper. Liana Mori. Du, ich habe noch das Dropship. Aber dieses Dropship will erstmal irgendwie nicht kaputt gehen. Es verliert keine Höhenkapazität von mir. Wenn wir immer von euch eine andere, ist es explodiert. Ja, ich hab doch geschossen. Ganz okay. Alleine. Ja. Na schön. Dann halten wir es erstmal so fest. Will ich das nicht wieder? Uhu! Hallo, Corvette-Bauch. Meine Fresse, das war gerade knapp. Ja, die prügelt mal alle mit meiner Unterseite.
Was auch so ein dicken Schlauch in der Box, das war das wohl nochmal? Ganz, ganz großes Teil in der Garage. Ja, ja. In der Box. Eins für gut und eins für normal. Einer für die guten Tage, ne? Ja, eins für gut und eins für normal. So wie Oma das schon mit ihrem Besteck macht. Ich könnte meine Schilder mal laden, glaube ich. Also. Zwei Leute. Hoffen wir mal, dass noch einer zuguckt. Ja. Wird dann nachher auch. Wird dann nachher auch noch hochgeladen. Bei YouTube. Und bei Twitch ist es auch gespeichert, da kann es auch noch geguckt werden. Na, ich habe ja nur meine Zustimmung gegeben, dass meine Audio- und visuellen Darstellungen. Ja, gespeichert und veröffentlicht werden. Im TS veröffentlicht? Nee, im TS dargestellt. Ja, aber im Spiel hast du ja kein Anrecht. Das ist ja nicht deine private Person. Nee, aber jede Kurve, die ich mache, habe ich ein Anrecht, weil das ist nämlich eine kreative Selbstgestaltung und deswegen ist es urheberrechtlich geschützt. Ich ramm dich jetzt gerade hier, weißt du, ne? Ja, ja. Ist auch urheberrechtlich geschützt. Ich bin nicht ausreichend. Das war kein Ausweichen mehr. Das war eine Kurve. Obwohl ich mach den hab ich nicht gesehen, der war im toten Winkel. Über Snatch, ne? Die ganze Zeit zieh ich nur nach oben, deswegen wird mein Arm nicht hoch. So ist mein Flugverhalten momentan. Gibt kein geradeaus, ne? Sorry. Ja. Das ist richtig. Ich hab. Ich hab voll Hunger, Alter. Ja, kann doch nicht sein, dass wir alle jetzt den Elite Grind Force nicht kaputt kriegen. Düppel Arsch. Ja, mein MG ist gerade wieder leer, ich muss gleich wieder auffüllen. Autsch. Oh. Wenn's mal wieder länger dauert. Hat eine Raygun. So. Synthesen. Schnapp dir einen Snickers auf Senbei. So. Jetzt habe ich mal ganz aufgefüllt. 1600 Schuss sind drin. Ich habe ein bisschen weniger Muni, weil ich halt diese Corrosive habe. Ich brauche mehr Platz. Da ist ein Asp Scout. Da. Ich will nix. Geh weg. Da. Wanted. Bommel. Mhm. Ja, ja. Der hat einen Ballert was. Warte mal. Der Bommel macht sich jetzt ein Erdnuss-Sandwich. Wie ist der Bummel AFK? Der Bummel? Ja, pass auf, ich hab aber noch die Kopfhörer. Lass it! Ich hör das! Lass it! Lass it! Zuschauer aus eigenen Reihen, ja, ja. Ich weiß doch ganz genau, dass du das bist. Du, ich vernichte dich. Ich vernichte dich. Das Toast dauert noch. Das Toast dauert noch. Wenn ich dich jetzt in den Finger krieg. Komm her, komm her. Du gehst jetzt richtig blöd, weißt du? Und wie du flirten willst. So, dein Schild wird weniger. Sehe ich ja jetzt schon. So viele Düffel kannst du gar nicht haben. Ihr habt Spaß, oder? Nein! So. Ist jetzt gut? Ist jetzt gut? Oh, ist das süß. So. Jetzt gehe ich wieder in die Küche und wenn ich noch einen Schiss höre, bist du fällig. Oh, herrlich. Das soll ja eine Lehre sein, ja? Dann geh ich nicht mit dem hungrigen Pummel an. Ich war froh, dass ich in dem Moment noch genug, dass
ist noch schnell genug, um dich zurückzuziehen. Also hier das Ziel abzuwählen. Ja, ja. Eine Sekunde später, das wäre wahrscheinlich für dich geschehen. Schuss von den Mehrfachgeschützen. Oh Mann. Also. Ja. Du brauchst auch keine Schildzelle mehr zünden, ich sehe das doch. Dann hilft dich auch nicht mehr mit deinem 5%. 6 hat er. 6 hat er, genau. Mir geht's gut. Herrlich. Also, boah, ich krieg einen Mundkrampf, ich muss so viel lachen. Kann ich mir dein Gesicht so machen? Wow! Oh Gott, herrlich, ich krieg einen Krampf im Gesicht. Echt, ey. Alter, wieder ein Kunilingus. Aua. Ja, sag ich, jetzt bin ich in der Küche. Ne? Und wenn ich noch einmal was höre, dann aus deiner Richtung wies, ne? Wenn ich noch einmal aus deiner Richtung irgendwas höre, dann dreh ich mich zu dir. Und dann reden wir über Tacheles, ja? Dann brauch ich noch niemals mehr meine Mehrfachgeschütze einzusetzen, ja? Dann lass ich einfach mal die Beamlaser überhaupt mal die sprechen. Laserbeamer, ja? Die Laserbeamer, hm? Die Beamlaser mal sprechen. Da muss ich ja nur die Beamlaser sprechen lassen. Ja, wir töten. Auf den Sidewinder. Auf den Sidewinder. Der Lachflash ist auf jeden Fall die Aufnahme wert, würde ich sagen. Oh ja. Schade, dass sie das. Ja, dass man nicht. Multi-Aufnahmen erzielen, muss man dir sonst nicht. Das geht bei Twitch, glaube ich, genauso wie auch bei YouTube. Da kannst du die Kanäle so machen, dass die anderen in klein oben eingeblendet werden, und bei YouTube selbst. Und dann kannst du draufklicken und wechselst auf die Kamera. Und alle haben dann zusammen einen Chat. Zwei Perspektiven geht auf jeden Fall. Ob es zu dritt geht, weiß ich nicht. Oder zu zweit geht's. Das haben wir schon Freunde gemacht in Short of the Avatar. Haben zu zweit das MMO gespielt, in der Zweiergruppe. Und beide haben gleichzeitig gestreamt. Okay, hast du aus beiden Blickwinkel gesehen, wie Sport auf Premiere. Ne? Unglaublich, was erfinden die noch alles? Tja. Meine Güte, also wir, ne? Wir hatten ja früher Janisch, ne? Wir mussten ja nee, wir. Unser Modem hatte dann noch eine Wählscheibe, ne? Genau, also wir waren so, wenn wir den Kind von der Wende essen konnten. Ja. Das hätte. Unglaublich. Ich meine, wenn angeblich 2030 die Brennstoffmotoren abgeschaltet werden, der Neukauf dafür, könnten sie auch mal ein Duplex-Bildschirm. Schießt aber mal. Nein, noch eine Sidewinder. Ich sag euch, ich raste aus. Ich schieße jede Richtung. Oh Mann. Dann haut er sich gegen die Sidewinder durch. Da trau ich nicht mehr. Aber ich hab dir ja immer gesagt, du solltest mit dem Ding kommen. Aber du kamst ja nicht mit dem Ding. Also bist du selber schon. Er wird ja schon tot, wenn ich dich. Das ist noch ein Wanted. Zweier Wing Eagle. Nur weil Bobby gesucht ist. Oh, lecker. Das sah gut aus. Also die Perspektive war gerade herrlich, weil ich habe auf ihn geschossen, kam halt so angeflogen von schräg oben und er ist halt genau so, als er mir vorbeigeflogen ist, geplatzt. Sowas mag ich halt, so Perspektivenspiele. Das ist schon was fürs Auge halt. Was haben wir da? Mark Parkinson, Parsons. Wanted. Yeehaw. Wie gesagt, Dogfights mit der Eagle finde ich immer cool. Raketen zu haben macht auch Spaß.
zum Beispiel kannst du das in der Kurier gut machen. Die oberen beiden nimmst halt was Schönes, so Laser und Multicannon oder so ein Kram. Dort drunter halt Raketenwerfer. Da das ja ein mittlerer Slot ist, hast du auch genug Raketen. Der Bumm ist schon wieder weg. Doppelsocke hier. Die wird die ganze Zeit gespielt, wenn ich nicht geschlossen. Achso, nee, achten wir gerade nicht drauf. Hast noch Schild. Nee, ich guck gerade. Nö, nö, ein Ring fehlt dir noch. Hm? Hallo. Ich hab diese Schnaufatmung im vollen Mund hat, ne? Immer schön durch die Nase. Na, kriegst du aber mal was hin hier, Biest oder was? Ja, ich schieß doch schon. Merke ich nichts von. Wie? Der Biest hat versucht, dir die ganze Zeit immer zu erzählen. Dann merke ich, dass du da bist. Er hat aber Spaß dabei. Komm, lass den kleinen Roma spielen. Na gut, dabei ist alles nicht. Das war's jetzt. Jetzt haben wir's. Oh, jetzt bin ich erstmal zurück in der Wacke und zeig mir, wo wir wieder haben. Nee. Bommel ist so nach. Wie lange ist denn der schon? Ja. Das ist doch eine Wanted Eagle. Drei, vier Stunden sind wir jetzt, glaube ich, schon da. Mhm. Da wird der Bommel langsam hungrig und kampfesmüde. Ja, in der Weile geht das schon. Ganz schön lange durchgehalten mit 6%. Ja. Weil ich habe Angst, dass ich mir mit den Schildzellen jetzt selber riskiere. Ja, wahrscheinlich. Haut ihr ab einer Wacke? Also ich werde gleich dieses Kopfgeld hier abgeben, um halt was für uns zu tun. Direkt hier da. Jo, Pilot Federation meldet sich bei mir. Promotion competent. Hier gucken. Wird auch Zeit bei Neulingen. Hat ganz schön lange gedauert, da waren ja ein paar Elite-Gegner dabei, glaube ich. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch den Account jetzt noch nicht mal 30 Stunden gespielt, ne? Und nicht viel gekämpft. Also tatsächlich jetzt wirklich zwei Ränge in kurzer Zeit gemacht. Das geht eigentlich. Kopfgeld habe ich denn? 300.000. Ich habe jetzt im Kopf im Pot 600.000 bei der Fleet und 300.000 beim Imperium. Ich habe sicherheitshalber nochmal abgegeben, bevor ich mit der Side bei dir gekommen bin. Ja, ja, macht auch Sinn. Weil du ja wusstest, auf wen du da triffst, ne? Ne? Ja, Bommel. Ja, weil du, wenn du einen hungrigen Bommel provozierst, ne? Da kann alles passieren. Da kann, ja, hinten kackt die Ente, aber der Bommel, der spuckt nach vorne. So. Du kannst zwar von hinten kommen, aber der dreht sich um und haut dir in die Presse. Vor allem, wenn er Hunger hat. Wenn er Hunger hat, wird der Bommel ganz so ungehalten. Ich werde jetzt aber hier mal abgeben und dann zurück nach Wacker fliegen und da mal gucken. Also, ich tippe mal auf deinen Aufhör mit Stream. Ja, wir haben 12 Uhr, ich muss jetzt auch online sein, werde ich wahrscheinlich noch, aber für den Stream war es jetzt auf jeden Fall mal ja doch eine ganz ordentliche Dauer. Schöner Abend. Ja, hat Spaß gemacht, definitiv. Ja, ich hoffe den anderen Leuten auch, die zugeguckt haben. Ja. Aber wird mal ja sehen, wie viele Follower du morgen noch hast. Wenn es noch die Hälfte sind, bin ich froh, ja. Dann sag auch gleich mal Bescheid, wenn du verhindert hast. Ja. Ich muss erstmal, wie gesagt, noch kurz in die Station ran abgeben. Also so 10 Minuten, Viertelstunde wird es so dauern.
Sind überhaupt noch welche im Channel? Nee. Nach wegen Hallo. Achso, ich sollte für den Überraumsprung auch nicht rückwärts fliegen. Chicago Wendigel rein, rein in Bitch Space, ja. Ich höre die ganze so piepen, dann gucke ich beschleunigen, ich gucke, ja, der Sortel ist ganz nach vorne, ich gucke auf mein Display, ja, nee. Anstatt mich jetzt aufzuregen, habe ich wirklich systematisch Stück für Stück geguckt, was ich falsch gemacht habe. Und das liegt nur daran, weil ich jetzt gerade zwei Toast gegessen habe. Sonst hätte ich die Scheiße aus dem Fenster noch. So ähnlich wie du bist. Bommel, Bommel, iss mal einen Toast, du bist gerade wieder zu Diva, wie du hungrig bist. Ja, genau. Das ganze Wochenende auf dem Bildschirm fliege ich rückwärts. Ja. Kennst du das nicht? Ja, nee. Nee? Nein. Nee, das war vorhin schon so geil. Mit der Blitzpiepe hier. Broken Pipe. Ah, war witzig. Wir konnten uns auf jeden Fall nicht verbinden. Und da gibt es so einen Insider. Und den hat er dann da gebracht. Von wegen, ah, jetzt geht er! Jetzt geht er! Das ging halt so um so eine Audio, so ein Telefonscherz, wo jemand bei Mediamarkt oder so angerufen hat und gesagt, ja, ich habe mir hier diesen DVD-Player gekauft und ich krieg hier... Ah ja, doch, kenne ich, ja. Ganz halt schwarze Bildschirm, ne? DSR. Und das war echt so geil. Und dann auf einmal hat der Broken Pipe seinen IPv6 ausgeschaltet und IPv4 angemacht. Und weil wir geht er. Da geht er! Und Broken Pipe so, das ganze Wochenende! Das Problem! So geil! Ja, schön! Das kam so genial! Das ganze Wochenende! Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch wieder richtig Spaß in Elite gewonnen. Tatsächlich jetzt. Ja, macht wirklich wieder Spaß. Also, die Zahl wieder tauscht, das hat mir aber, muss ich aber sagen, hat mir gut getan. Da habe ich die Hälfte davon wirklich mal wieder für mein normales Privatleben gehabt. Und die andere Hälfte habe ich dann mit GTA 5 verschwendet. Also, passt es aber auch wieder. Ich habe halt Shroud of the Avatar noch, was ich auch noch spiele. Und Boundless. Aber so, es ist durch diesen zweiten Account, den ich jetzt mit Horizons habe, habe ich wieder so einen Sinn im Spiel. Mit dem anderen Account habe ich ja gefühlt irgendwie schon alles. Also natürlich nicht so extrem, aber... Ich bin gerade Zenbei reingekommen. Und es ist eigentlich mehr so dieses Prinzip, die nächsten Ziele sind so nervtötend einfach nur. Ich könnte jetzt mit eine Cutter und eine, Landing Gear, haha. Auch eine schöne Landung. Nimmt man einen Dodge auf dem Boden auf, fällt das Getriebe raus und mit dem Getriebe stellt man sich erstmal hin. jedenfalls, so könnte man halt diese imperialen Rang oder föderalen Rang hochziehen, aber das ist so eine endlos nervige Arbeit. Und ich hoffe ja mal, dass was bei Jugstation passiert, aber das ist auch schon so lange nichts mehr passiert. Das letzte Community Goal ist 3 Wochen her. Und ja, aber der zweite Account jetzt, der macht richtig Laune, weil er jetzt auch Horizons hat, ich ganzen Ingenieurssachen erarbeitet habe, mal wieder von vorne anfangen. Also eine Vulture habe ich mir schon erarbeitet, durch den Community Goal vorher, und eine Asp halt auch. Aber jetzt arbeite ich halt daran, so die hochzukriegen, das habe ich jetzt auch fertig gekriegt. Ja, und jetzt das nächste Ziel, eine Fer de Lance. Ist halt wesentlich schöner, als zu sagen, das nächste Ziel ist, Baron, um die Clipper zu kriegen. Das ist halt nervig. Na klar. So. Wir auch ganz gut zerschossen hier. Na, Bies, komm doch mal hinterher. Ja, ich hab schon Bies, komm doch. Ja, komm doch. Komm hinterher. Komm. Ja, los, komm. Komm schon. Komm, raus hier nicht? Ja, jetzt wird euch wieder zurückdrehen. Ah, Bummel. Woran siehst du, dass ich Schiff entzünde? Das seh ich doch.
Ah, ich bin jetzt Verbündeter des Imperiums. Wieso schießt denn die Station nicht auf dich? Ja, weil ich nicht auf die Station schieße, Bommel. Ja, und wenn ich jetzt auf dich schieße, kriege ich jetzt nur Strafe, oder was? Ja, ja. Natürlich. Okay. So ist... Ja, das geht doch schon mal. Combat Bond Contact. Gibt's hier gerade irgendwo einen Krieg? Jetzt bin ich im Überlegen, ob ich mir nochmal den Beamlaser einbaue, den ich ja eigentlich haben wollte. Den mal fitte. Wobei ich glaube, dieses Scramble Spectrum macht schon Spaß. Aber mit dem Beamlaser könnte ich. Mit dem Beamlaser könnte ich halt einen Heillaser aufbauen. Dann könnte man sich gegenseitig wieder hochheilen, weißt du? Ja. Ja, wie es weißt du, was ich gerade gehofft habe, dass ich kurz vor der Station mein Düppel ziehe, ja, aber es hätte ja funktionieren können. Ja, genau. Und dann der letzte und irgendein Strahl trifft dann die Station und du bist der Gelackmalte. Und dann sage ich, Baba. Wir waren ja gestern. Wer ist hier der Boba? Hm? Du bist der Boba. Babo. Bist jetzt schon drin, ja. Bin schon drin, aber ich habe mein Fahrwerk nicht ausgefahren, deswegen wurde ich noch nicht aktiviert. Oh, jetzt kann ich eine Strafe bezahlen. Ja, ist doch richtig so. Aber wahrscheinlich nicht so recht viel wie du für dein Schild selber. Nee, ich muss 77.000. Ja, das ist ein bisschen heftig. Das sag ich doch. Gucken, was ich an Kontakten wieder kriege. Weil du auch zu wenig Kühlkörper dabei hast. 160. Dafür 600 Strafe. Und nochmal 1000 Euro Strafe. Warum mache ich hier nochmal 1000 Euro Strafe haben? Wahrscheinlich, weil ich gesucht war. Oh Mann. Habe ich eigentlich irgendwas verdient? In den ganzen 3 Stunden? Nein. Mit Beast verdient man einfach nichts. Kann man knicken. Kann man sowas von knicken. Aber ich werde ja morgen, ich werde nochmal, es gibt ja jetzt anscheinend einen neuen Ort, wo man hinfliegen kann, um ein wenig Geld zu machen. Ort werde ich jetzt nicht nennen. Überlege ich tatsächlich auch, mit meiner Asp mal in Angriff zu nehmen. Es sei denn, morgen kommt ein gutes Community Goal. Wenn so ein vielversprechendes kommt, wie jetzt zum Beispiel mit dem Kopfgeld, wenn man da nochmal 2-3 Ränge mehr, also ein paar Mal mehr gemacht hätte, wäre man in einer höheren Gruppe gelandet, hätte ich jetzt auch 15 Millionen bekommen statt 5. Das geht schon. Oder auch hier Exploring Community Goal bei Jack Station. Bin ich einmal rausgeflogen, so dreimal kurz im Kreis so ein bisschen, war immer in den Top 10 nachher gewesen und da habe ich auch mal eben 20 Meter auf die Hand bekommen. Für ein bisschen Arbeit. Das Lustige ist, das war angesetzt für 4 Wochen, das war nach 4 Tagen durch, die konnte meine Belohnung abholen. Das ging schon. Ja. Aber es soll ja wirklich extrem schnell gehen, bei dem Ort, den du wahrscheinlich jetzt auch kennst, den ich jetzt nicht nennen werde. Ich kenne ihn gerade nicht, aber fängt mit New an. Nee, sag mir jetzt nichts tatsächlich, aber ist auch doch nicht schlimm. Echt nicht? Nö, ist das... Hinfliegen, ist nicht mehr wegfliegen und es funktioniert. Achso, nee, das, sowas mache ich nicht, sowas finde ich blöd. Dann noch lieber normale Schmuggelmission oder so, dafür habe ich eine Ahnung. Ja, aber ich bin pleite und ich habe nicht so viel Zeit. Bommel, du hast Navbeacon an? Ja. Gut. Du bist pleite, Bommel. Dann kann ich so gut wie pleite. Dann kann ich dich zum Landen benutzen, weil ich fliege auch gerade auf Wacker. So. Aber nicht auf Wellern. Hast du bestimmt noch 100 Millionen auf der hohen Kante. Gar nicht, ich habe ja jetzt extra dafür habe ich mir eine Handelsanaconda gekauft und habe jetzt nur noch 79 Millionen von 263, die ich vorher hatte. Ich habe mir extra eine Handelsanaconda gekauft. Ja, und das ist echt wie pleite. 79 Millionen, ich finde das echt, das ist sau wenig. Da hast du das Gefühl, du hast gar nichts mehr. Ich habe hier gerade 10 auf dem Konto. Okay, das ich hatte zwischendurch 3. Nachdem ich meine Ast gefittet hatte. Dann fange ich das Spiel meistens an. Wie gesagt, ich hatte vorher hatte ich eine Diamondback Scout Kampf gefittet zum Flottenunterstützen gehabt und eine T6. Die beiden habe ich verkauft, mir dafür
die 6 habe ich gekauft, um Community-Bomb mitzumachen. Bin zweimal geflogen, habe, glaube ich, 50 oder 60 Millionen durch das Community-Goal bekommen. Und konnte mir dadurch gleich eine Waldschott und eine Asp kaufen. Und die beiden voll hochfitten. Und die beiden habe ich jetzt auch geengineert quasi. Aber ja, ich hatte zwischendurch, als ich da meine Asp irgendwie mal dann einen größeren Fuse-Scoop eingebaut habe, die kosten ja mal ein Schweinegeld, weiß der selbst. So Klasse 6 mal eben 30 Millionen reingesteckt knapp. So 28 kostet das Ding. Und dann bin ich halt losgeflogen, habe festgestellt, so, oh, Reparaturkosten mal Schiff ist 2,3 Millionen, auf dem Konto wie 2,5. Das ist ein enges Höschen. Ja, das stimmt schon. Das ist wahr. Ach ja. Wow! Mach ich mich aber aus den Socken ins Bett oder aus den Socken ins Bett. Gleich ist ein lustiger Grafikfehler zu sehen. Okay. Ich hab gerade, als ich reingeflogen bin, in die Station gab es so einen ziemlich nebligen Effekt. Ja. Irgendwie ist meine Perspektive auch gerade kaputt. Ja, das kenn ich, das ist scheiße. Nee, das hatte ich gestern auch. Das ist richtig kacke. Und das Schlimmste ist, du hast jetzt noch das Glück, dass sich das wieder gefangen hat. Bei mir hat sich das gestern nicht gefangen und ich habe meinen scheiß Landeplatz nicht gefunden und dann muss ich den Ausgang suchen. Okay, mein... Ich sehe nämlich den Ausgang nicht. Mein Problem ist gerade... Ich muss hier mal... quitten. Und wieder erscheinen, weil sonst bin ich gleich zerschossen. Nur 3 Sekunden Zeit, sonst wird Feuer eröffnet. Das muss ja nicht passieren. Ja, was kauft man sich jetzt für die Passagiere? Orca oder Beluga? Ich gehe mal ganz kurz in einen anderen Spielmodus. Einfach aus Angst, ansonsten in der gleichen Instanz zu landen und wieder da zu erscheinen, wo ich gerade war. Weil das muss jetzt ja nicht passieren. Jetzt müsste ich sonst wahrscheinlich jetzt wieder draußen stehen. Ja. Komm, wir haben einen sehr kreativen Kommentar. Von dir, Bommel. Nee, nicht von mir. So. Ich musste mich jetzt rechtfertigen. Okay, du wirst wahrscheinlich nicht mitgezählt, Birne. Wieso nicht? Weil du jetzt zum Beispiel gerade nur noch einen Zuschauer hast. Und das bist du selbst, ne? Genau. Ja, dann ist es gut so. Dann zählt der Sport nicht mit. Wieso, du guckst auch noch zu, Moment, aber dann haben wir doch. Jetzt ja gerade. Weil jetzt sagt nur ein Zuschauer hier und ihr seid beide drin. Das ist auch strange. Klappt der Zähler vielleicht nicht. Twitch verarscht. Ja, vielleicht, die Frage ist wahrscheinlich auch, wie viele angemeldete User, wie viele halt unangemeldete wahrscheinlich. Also die keinen Account haben, anonym halt. Also ich hab einen Account. Ja, genau, du kannst auch schreiben. Was? Beast auch? Ja, Beast. Okay. Strange. Vielleicht müssen wir mal aktualisieren. Ja, mach muss nicht zwingend sein. Wir sehen's ja. Leute gucken zu, ist doch schön. Ja, die liebt das Spiel. Hey, jetzt hast du 3. Das klingt schon realistischer. Jetzt hast du wieder 2. Ja. Aber das geht ja auf und runter hier. Ja, auf und ab. Die Leute könnt ihr einfach nicht entscheiden. Nein. Rein, raus, rauf, runter. Sehe ich genau, wie viel Geld der Birne hat. Deutschland, Flagge beim Kopf und durch fürs Vaterland? Nein, falscher Spruch. So. Ja, 10 Mille habe ich. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich jetzt?
Was haben wir denn hier so im Shipyard? Was haben wir denn so für tolle Schiffe, die man sich kaufen kann für 10 Millionen? Tja, wird der Birne noch mal mehr als 10 Millionen haben? Oder wird der Birne noch mehr als 11 Millionen kriegen? Schreib's in die Kommentare! Ja, ja. Aber ich glaube, das wird hier nichts. Also, weil ich habe überlegt, ob ich mein Pulslaser irgendwo einlager. Mit dem Beamhorn und die Fitte. Aber ich habe nichts mehr einlagern. Ist nicht gut. Jetzt wird bald die Clipper kaufen. Bald, ne? Wenn ich Baron hätte. Ach so. Ne? Das Thema hatten wir noch Zeiten, wo ich das Problem noch hatte. Naja, bei mir war es ja auch früh vorbei. Ach, Birne, gibst du 40 Millionen, ich schenk dir eine. Berg, bis der Abend angebrochen ist. Oder mindestens. Du bist gerade voll angesteckt, du Arsch, ey. Ja, du kannst gleich den Stream sehen. Ich bin gespannt. Es ist so fies. Es ist so geil. Sehr schöne Aufnahmen. Schön. Ja. Mhm. Einfach mal wieder. Verdammt. Unable to get data for mission. Kann ich mal nicht mal ins Missionsboard gehen. Das ist ja toll. Na, warte. So, ich mache zum Beispiel eine schöne Außenansicht für mein Schiff, so ganz klassisches Prozedere. So. Schön in die Mitte. So ist wunderschön. Ja, und dann kann ich mich. Und hier kann man es dann beenden. Einmal adieu sagen. ja, war schön, dass ihr dabei gewesen seid. Auch euch natürlich hier im Teamspeak. Hat echt Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, wünsche allen noch einen schönen Abend und ja, dann bis die Tage. Tschüss. No. Jo. Was war